Eine aus ethischen Gründen vegane Lebensweise hat im Vereinigten Königreich den Status einer philosophischen Weltanschauung und ist damit von Diskriminierungsverbot geschützt. Das entschied ein Arbeitsgericht in Norwich. Ein von seinem Arbeitgeber entlassener Veganer ist in Großbritannien vor Gericht gezogen und hat in einem ersten Schritt Recht bekommen. Geklagt hatte der 55 Jahre alte Jordi Casamicciana, dem nach eigenen Angaben wegen seiner Überzeugung von seinem Arbeitgeber, einer Tierschutzorganisation, gekündigt worden war. Seine Arbeitsstelle habe er verloren, weil er den Rentenfonds seines Arbeitgebers kritisiert hatte. Der habe in Unternehmen investiert, die in Tierversuche verwickelt sind. Er sei extrem glücklich, sagte Casamicciana nach der Urteilsverkündung. Die Entscheidung werde das Leben vieler Veganer beeinflussen. Besserer Schutz bedeutet, dass mehr Veganer offener sein können hinsichtlich ihrer Überzeugungen. Das könne nur gut sein für Milliarden von Tieren, die weiterhin von Menschen ausgebeutet würden, so Casamicciana. Das war unsere Show für heute. Bleibt dran an den 2 Vegans 1 News für mehr Neuigkeiten und Top-Stories zum Thema rund um den Veganismus. Ich bin Alexander Köck, danke dir für das Streaming mit uns. Wir verlassen dich jetzt mit einem Blick auf diese köstlichen Bananen. Musik.